So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammad wa Ali Muhammad. So, ein erstes Salawat für Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Einen zweiten für Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Euren lautesten zur Ehre von Abu Abdullah al-Hussein, salawatullah wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Wenn wir davon reden, was die Schiiten glauben, wie das Ende der Welt aussieht. Gestern, wenn wir gesehen haben, was in Paris passiert, viele Muslime fangen langsam an zu schreiben oder darüber nachzudenken, ist die Zeit der Ende der Welt, ist das Ende der Welt schon gekommen oder nicht? In jeder Zeit, in jeder Katastrophe, immer wenn irgendeine Katastrophe passiert ist, hat es immer die Schreiber gegeben, die gesagt haben, das Ende der Welt ist nah, das Ende der Welt ist nah, das Ende der Welt ist nah. Das Problem ist, wenn wir gucken, was der Prophet gesagt hat, wann das Ende der Welt ist, wann diese Erde zu Ende sein wird, er hat immer gesagt, es ist nah. Was ist das Problem an das Wort nah? Gott und wir haben unterschiedliche Zeitvorstellungen. Für Allah subhanahu wa ta'ala sind 1000 Jahre nichts. Für uns sind 5 Minuten manchmal eine Ewigkeit. Das heißt, was ist das Problem, wenn wir sagen, die Zeit ist nah? Das heißt, keiner kann hier hinsetzen und euch sagen, wann Imam Mehdi al-Islam zurückkommt. Alles, was jemand hier tun kann, wenn er sich hier sitzt, wenn er ehrlich ist, ist, dass er euch sagt, was muss alles passieren, dass Imam Mehdi al-Islam zurückkommt. Und einige können euch erklären, wie wird die Welt aussehen, wenn Imam Mehdi al-Islam zurückkommt. Wie die Welt aussehen wird, sagen die Schiiten immer, ist eine Utopie. Was ist Utopie? Ist so ein kompliziertes Wort. Utopie bedeutet eine Traumwelt. Wie stellen wir uns eine Traumwelt vor? Eine Traumwelt ist das erste Mal, oder das Wort Utopie, ist das erste Mal verwendet worden von einem Sir Thomas More. Sir Thomas More war ein englischer Schreiber gewesen, der eine Traumwelt in einem Buch geschrieben hat. Und in dieser perfekten Welt haben die Leute gesagt, ja, der hat das ein bisschen rausgenommen von Platons Republic. Platon, der berühmte Philosoph aus Griechenland, den kennt ihr, Platon, Sokrates, Aristoteles, müsst ihr alles mal im Unterricht mal gehört haben. Diese Leute haben sich überlegt, wie kann eine perfekte Welt aussehen? Was ist eine perfekte Welt? Wie stellt ihr euch eine perfekte Welt vor? Wie sieht eine perfekte Welt aus? Hajar? Also, dass niemand streitet und alles ist schön. Genau, niemand streitet sich, niemand kämpft gegeneinander. Brauchen wir also viele Anwälte? Was sind Anwälte? Anwälte ist, wenn ich jemanden töte oder jemanden klaue oder jemanden was antue, dann kommt ein Anwalt, der verteidigt mich, dann kommt ein anderer Anwalt, der ist gegen mich, dann verhandeln die und ein Richter entscheidet, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Wenn wir in einer Welt leben, wo die Menschen die ganze Zeit nett zueinander sind, die ganze Zeit keine Straftaten begehen, die ganze Zeit sich an Gesetz und Norm halten, haben wir dann viele Anwälte oder weniger Anwälte? Weniger. Weniger Anwälte. Das heißt, brauchen wir auch viele Gesetze oder wenig Gesetze? Wenige. Wenige, weil die Menschen schon von sich aus sich benehmen. Von sich aus gut benehmen. Und viele Menschen, die werden auch Idealisten genannt, sagen, der Mensch an sich ist gut. Jeder Mensch hat in sich etwas Gutes. Das berühmte Beispiel eines kleinen Kindergartenkinds, als er gefragt wurde, sind in deiner Klasse Ausländer? Was hat er geantwortet? Er hat gesagt, nein, da sind Kinder. Das heißt, Menschen von sich aus haben eine positive Neigung. Wir haben eigentlich in uns keine böse Neigung. Wir haben in uns keine, sage ich jetzt mal, kein Neid. Von sich aus ist das eigentlich nicht anwesend. Wenn du ein Baby anguckst, habt ihr bei einem Baby schon mal Neid gesehen? Ja. Habt ihr bei einem Baby schon mal Hass gesehen? Habt ihr bei einem Baby schon mal Wut gesehen? Selten. Okay, wenn er Hunger hat, dann quengelt er rum. Wenn ihm langweilig ist, dann quengelt er rum. Aber niemals siehst du bei einem Baby irgendwas Böses. Und bis ins Alter von, würde ich sagen, 14, 15 Jahren, sehe ich generell bei Kindern nichts Böses. Ich sehe viel Dummes. Aber Böses sehe ich nichts. Es ist nicht ein Kind, was etwas Dummes macht, macht es nicht aus einer bösen Absicht. Ein Kind, was zum Beispiel viel zu lange Playstation spielt, das tut er nicht, weil er böse ist. Das macht er, weil er selber nicht kapiert, dass er damit sein Leben verschwendet. Böse ist ein Mensch dann, wenn er etwas tut, wovon er weiß, dass das falsch ist und es ist ihm egal. Das ist ein böser Mensch. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel über Ali Rasau irgendein Blödsinn erzähle, am besten noch vor seiner Mutter, damit es richtig Ärger gibt, und ich weiß, das stimmt nicht. Ich weiß, das stimmt nicht. Ich erzähle es aber trotzdem, warum? Warum erzähle ich es? Damit Ali Reza Ärger bekommt. Dann habe ich etwas Böses in mir. Wer erzeugt eigentlich dieses Böse? Wo kommt dieses Böse her? Also, ich meine, normalerweise der Mensch an sich, ist der böse oder gut erschaffen im Koran? Wisst ihr das überhaupt?
Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ob der Mensch böse oder gut erschaffen ist? Hajar, was meinst du, was der Koran sagt? Du hast dich doch gemeldet. Was meint er, was der Koran sagt? Der hat gut gesagt. Gut. Gut? Achso, dann musst du lauter reden. Was glaubst du? Ja, gut. Gut. Das Interessante ist, wer von euch kennt die Sure At-Tini wa Zaytun? Wer kennt diese Sure? Moment, stopp an dieser Stelle. وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ Was heißt das auf Deutsch? Gut, wenn ihr es auf Arabisch nicht auswendig habt, habe ich nicht viel Hoffnung. Dana? Gott hat uns erschaffen. Auf die schönste Art und Weise. Das heißt, was sagt der Koran? Ist der Mensch gut oder böse erschaffen? Gut. Erstmal gut, aber wie geht der Satz weiter? ثُمَّ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ Und dann haben wir ihn auf die tiefste Art und Weise erniedrigt. Wie meinen die das? Wie meinen die das? Das heißt, der Mensch hat eigentlich die Möglichkeit, höher als ein Engel zu sein. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Denn ein Engel tut immer nur das, was Gott will. Versteht ihr, was ich meine? Ein Engel hat keinen freien Willen. Kann der Mensch sich aber entscheiden, ob er Gott anbetet oder nicht? Ja. Wenn er sich also aus freien Stücken für Gott entscheidet, ist er höher als ein Engel. Und das ist das Schöne an At-Tini wa Zaytun, weil er sagt, der Mensch ist eigentlich schön erschaffen, aber er schmeißt sich selber runter. Was sagt der Koran? Der Koran sagt, ihr seid eigentlich gut erschaffen, aber ihr habt die Möglichkeit, euch selber runterzuschmeißen. Was ist das Gegenteil von einer Utopie? Das Gegenteil von einer Utopie ist eine Dystopie, eine katastrophale Welt, eine Welt, wo es keine Hoffnung gibt, alles zerstört ist. Ein solches Bild seht ihr zum Beispiel im Film Matrix. Hat einer von euch mal den Film Matrix gesehen? Nein. Eine Welt, die nur beherrscht ist von Robotern, alles wird von Robotern kontrolliert, die Menschen haben überhaupt keinen Einfluss, was sie machen können. Viele, viele, viele Filme, in der Mitte des Filmes ist immer eine Dystopie. Egal welchen Film ihr guckt, Herr der Ringe zum Beispiel, die meiste Zeit, die Orks haben das Sagen. Star Wars, die meiste Zeit, die Sith sind die Stärkeren. Erst am Ende gewinnt das Gute. So ist doch, fast jeder Hollywood-Film ist so. Fast jeder Bollywood-Film ist so. Es ist immer eine Dystopie. Es ist immer eine Dystopie. Wie sieht eine Dystopie aus? Es herrschen ungerechte Herrscher, das Volk hungert, das Volk leidet, das Volk sieht Ungerechtigkeit und es gibt wenige Leute, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Seien wir jetzt ehrlich, wenn wir uns die Welt heutzutage anschauen, es ist eher eine Utopie, das ist eher eine Dystopie. Ich gehe mal ein paar Länder durch. Syrien? Dystopie. Dystopie. Irak? Dystopie. Afghanistan? Dystopie. Somalia? Dystopie. Afrika? Dystopie. Generell? Wir können über einzelne Länder streiten, wie zum Beispiel Südafrika, aber generell Dystopie. Großes Problem. Griechenland. Utopie oder Dystopie? Dystopie. Und ich sage, sogar langsam Länder, wo ich eigentlich das Wort Utopie verwendet hätte, Deutschland, Frankreich, Holland, Norwegen, Finnland, diese Länder, wo eigentlich die Menschen sehr, sehr glücklich sind, langsam merken wir, der Terror vom Mittleren Osten, der Terror vom Nahen Osten, hat angefangen, Europa zu erreichen. Gestern, ich hätte niemals gedacht, dass das innerhalb von 5 Monaten wieder passieren kann. Am Anfang des Jahres 2015 hatten wir den Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo, habe ich euch letzte Woche erzählt. Was war gestern? Was ist gestern passiert? Wir haben 7 Bombenstöcke. Wisst ihr sogar, in welcher Nähe das war? Wer von euch hat gestern Deutschland gegen Frankreich gesehen? Mitten im Spiel, das noch gesehen, einer der Fußballspieler, der macht so einen Pass, bumm, knallt so eine Bombe auf. Und ihr hättet sehen müssen, wie die Menschen in Panik im Stadion rumlaufen sind und die Sicherheitskräfte schrittweise die Menschen erst rauslassen konnten. Das heißt, der Terror, nicht nur die Flüchtlinge, auch der Terror ist in unseren Ländern hier in Europa angekommen. Der Terror ist da. Das heißt, unsere Entscheidung auf das Ende der Zeit ist jetzt die Frage, entwickelt sich unsere westlich globalisierte, entwickelte, demokratisch aufgeklärte Welt zu einer Utopie oder fangen wir an, dieselbe Dystopie im Mittleren Osten zu bekommen? Das können wir nicht sagen, das können wir nicht sagen. Die Frage ist nur, wir müssen uns damit beschäftigen. Warum passieren diese ganzen Dinge? Wir müssen uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Aber die Hoffnung, die die Schiiten haben, ist eine Kraft, die viele Religionen nicht mehr haben, obwohl sie ursprünglich diese Theorie hatten. Und zwar unser Glaube an Imam Mehdi ist der folgende. Wir sagen, wenn Imam Mehdi kommt, wofür wird er sich einsetzen? Gerechtigkeit. Das Zentrale dürft ihr nie vergessen im schiitischen Glauben. Im schiitischen Glauben geht es nicht um Diskussion, ob du mit Händen zu oder Händen offen betest. Im schiitischen Islam geht es im Endeffekt nicht darum, ob du an was weiß ich glaubst oder ob du daran glaubst, dass du Fasten um 5 Uhr abbrechen musst und 6 Uhr brechen musst. Das Erste, was bei den Schiiten nach Gott am wichtigsten ist, At-Tawhid ist Adala.
Gerechtigkeit. Das, was uns vom ersten Tag, als das Haus von Fatima Zahra in Brand gesetzt wurde, immer interessiert hat, ist nicht, ob es den Nagel gegeben hat oder den Nagel nicht gegeben hat, ob der Nagel 5 cm oder 4 cm reingegangen ist. Denn viele unserer Diskussionen sehen so heutzutage aus. Das Erste, was die Schiiten immer interessiert hat, ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit nicht nur in der ganzen Welt, sondern Gerechtigkeit fängt schon zu Hause an, fängt schon mit der Mutter an. Aber Gerechtigkeit ist das, wofür man mit Islam zurückkommt. Das müsst ihr verstehen. Unsere Religion, wenn ihr sagt, ich bin Schia, das, was uns am meisten ausmacht, ist Gerechtigkeit. Das, was in Frankreich passiert ist, ist keine Gerechtigkeit, also ist es nicht Islam. Bevor du an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glaubst, musst du daran glauben, dass Allah gerecht ist. Alle unsere Theorien kannst du über Bord werfen. Alle Theorien, Imama, Qiyama, Nabuwa, kannst du alles über Bord werfen, wenn du nicht an Gerechtigkeit glaubst. Habt ihr diesen Punkt verstanden? Was ist Schia? Gerechtigkeit. Salawat. Aber wir machen jetzt weiter. Wir sehen, alle Religionen glauben an eine Art Endzeit. Das Wort Endzeit werdet ihr in allen Religionen hören. Ob wir bei den Zarathustern gucken, ob wir bei den Christen gucken, ob wir bei den Juden gucken. Oder bei uns Muslimen gucken, alle glauben irgendwie an ein Ende der Welt. Fangen wir mal zum Beispiel bei dem. So, aber jetzt gehen wir mal wirklich rein in die Mamechti-Diskussion. Das Problem ist, viele von uns können sich das gar nicht überhaupt vorstellen, dass irgendwann ein Mann kommt, irgendwo in Mekka, da kommt dann so ein Spruch, Imam al-Mahdi ist zurück und dann die Welt wird friedlich sein, alles wird gerecht sein, alle lieben sich, alle haben sich gern. Sag mal ganz ehrlich, ich habe letzte Woche das Beispiel gebracht. Stell dir vor, es gibt eine Person, wo ich dir sage, die magst du überhaupt nicht. Die hat dich immer geärgert, die hat immer deine Sachen kaputt gemacht, die hat immer über dich gelogen. Auf einmal, sie hat Tauba gemacht, sie kommt in Jannah. Du hast Tauba gemacht, sie kommt in Jannah. So, könnt ihr dieses Jannah überhaupt genießen? Also ich stelle mir das schwer vor. So könnt ihr euch vorstellen, wenn man Mekka Islam zurück ist, alle haben sich lieb, alle haben keine Probleme miteinander, alle kommen klar miteinander. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Viele haben Schwierigkeiten, sich sowas vorzustellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Fällt mir sehr schwer daran zu glauben. Denn wenn ich mir manchmal so einige Situationen unserer Moscheen angucke, ich sage, die haben sich irgendwann alle lieb. Die sollen sich alle irgendwann mal lieb haben. Wie soll das denn funktionieren? Es ist schwierig zu glauben. Es ist schwierig zu glauben. Wenn du manchmal siehst, wie Leute zueinander sagen, so, ich verzeihe dem nicht und wenn der Sohn zu Imam kommt, ich werde dem nicht verzeihen. Wir haben ja Leute, die haben so eine Mentalität im Kopf. Wenn wir so drauf sind, schwer vorzustellen, wenn man mächtig zurückkommt, dass das funktioniert. Und noch etwas. Könnt ihr wirklich glauben, dass seit 1000 Jahren irgendein Imam unsichtbar irgendwo existiert? Mal ist er hier, mal ist er da, mal trifft er sich hier mit jemandem, er bekommt alles mit. Es ist ein schwieriger Glaube. Glaubst du das wirklich? Sei ehrlich, denn wenn du es wirklich glauben willst, in dem Moment, wo du lügst, müsste dann der Gedanke kommen, oh Gott, Mamechti wird das gleich mitbekommen. Habt ihr so einen Gedanken, wenn ihr lügt oder wenn ihr irgendwas Falsches macht? Habt ihr so einen Gedanken? Das heißt, ihr glaubt nicht wirklich dran. Erst wenn ihr eine Sünde macht und am Abend sagt, boah, wie Mamechti jetzt traurig wird, dann glaubt ihr an ihn. Dann habt ihr angefangen, an ihn zu glauben. Versteht ihr, was ich meine? Warum kann ich zum Beispiel zu 100% sagen, ich glaube, meine Eltern gibt es? Warum? Weil ich ganz genau weiß, wenn ich was Schlechtes mache, meine Eltern bekommen es mit. Weil ich sie real gesehen habe. Aber wenn ich jetzt sage, ich glaube an Mamechti, dann glaube ich erst an ihn, dass wenn ich etwas Gutes oder etwas Schlechtes mache, dass ich direkt an ihn denke. Ich sage, wird er mit mir heute zufrieden sein, wird er mit mir heute nicht zufrieden sein? Und genau dasselbe, wenn wir dann Stufen höher gehen. So, jetzt ist aber die Frage, wenn Mamechti zurückkommt, warum fällt es an manchen Menschen schwer, daran zu glauben, dass die ganze Welt gerecht sein wird, dass die ganze Welt lieb sein wird? Warum fällt das schwer? Denn wer ist die ganze Zeit anwesend? Wer führt denn die ganze Zeit dazu, dass wir böse Dinge machen? Wer ist denn diese Person, die ganze Zeit uns stört, wenn wir gute Sachen machen wollen? Wer ist das? Shaitan. Shaitan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu bi-Rabbin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Weiter. Sharril Waswas. Was heißt Waswas? Was heißt Waswas? Derjenige, der dir in dein Herz und in dein Ohr böse Sachen einflüstert. Eine Sache will ich aber hier ganz genau euch erklären. Gut aufpassen. Viele sagen jetzt, Shaitan hat mich zur Sünde gebracht. Wegen Shaitan habe ich gesündigt. Das ist falsch. Shaitan ist nicht schuld daran, dass ihr gesündigt habt. Hört mir jetzt gut zu. Schuld daran seid ihr selber. Shaitan hat nur die Einladung geschrieben. Wie meine ich das?
wenn ihr zum Beispiel Apple eine schöne Werbung macht, sagen wir so ein Apple-Produkt und keine Ahnung, so ich mache jetzt mal eine Psychologie eines Mannes. Und da ist so eine schöne Frau, die hält das und sagt, Dings, nimm das, kauf das. Ist die Frau schuld, dass ich das iPad gekauft habe, oder bin ich es schuld? Ich bin es schuld. Die Einladung kam nur vom Apple. Genauso ist es mit Shaitan. Shaitan ist nicht schuld, dass du die Sünde gemacht hast. Shaitan hat dich nur dazu eingeladen. Gut aufpassen. Geht nicht so, Allah subhanahu wa ta'ala, und auch ich werde solche Entschuldigungen nie akzeptieren. Wenn zum Beispiel diese Schwester zu mir kommt und ich frage sie, warum hast du deine Tasche dahin geschmissen? Und sie kommt zu mir und sagt, ja, Dana hat mir das gesagt, ich soll das machen. Ich werde so eine Entschuldigung niemals akzeptieren. Denn auch wenn Dana das sagt, hast du kein Gehirn? Hast du kein Akel? Hast du kein Mantik? Kannst du nicht selber überlegen, dass das falsch ist? Denn wenn irgendwann zu euch kommt und Shaitan sagt, schrei deine Mama an, schrei deinen Papa an. Du hast die Entscheidung, auf ihn zu hören, auf ihn nicht zu hören. Das ist Nummer eins. Aber trotzdem, Shaitan verführt uns zur Sünde. Das ist schon richtig. Nummer zwei, wir wissen, dass Imam Mehdi a.s. von einer Frau namens Sa'ida von Banu Tamim ermordet wird. Das heißt, wir wissen sogar, dass eine jüdische Frau mit dem Namen Sa'ida den Imam töten wird. Wie kann das denn eine perfekte Welt sein, wenn wir schon von einem Mord wissen? Ist Mord etwas Schönes? In einer perfekten Welt gibt es Mord? Nein. Das heißt, hier merken wir schon, unser Glaube hat ein paar Fragezeichen, oder? Wie viele von euch denken sich gerade, boah, bin ich überhaupt in der richtigen Religion? Woran glaube ich denn gerade? Wie viele von euch könnten sich jetzt diese Frage beantworten? Jemand kommt zu dir und sagt, wenn Imam Mehdi zurückkommt, wird die Welt schön sein? Ja, er wird ermordet, wie geht das? Wie viele von euch könnten diese Frage beantworten? So, und deswegen werden wir mal gucken, wie wir das diskutieren können. Und meiner Meinung nach ist das keine Diskussion nur für Schiiten. Es ist eine Diskussion für den ganzen Islam. Denn alle islamischen Rechtsschulen müssen an einen Imam Mehdi glauben. Selbst ein Sheikh wie Sheikh bin Baz, einer der bösen salafistischen Gelehrten, sogar der sagt, jeder von euch muss an Imam Zaman glauben. Nur, was ist der Unterschied zwischen Schia und Sunniten? Die Sunniten sagen, Imam Mehdi ist noch nicht geboren. Wir Schiiten sagen, Imam Mehdi ist geboren. Kennt ihr den Unterschied? Die sagen, irgendwann Imam Mehdi kommt auf die Welt. Wir sagen, Imam Mehdi ist schon auf der Welt. Wie ich euch jetzt beweisen kann, dass Imam Mehdi lebt, das machen wir mal anders. Aber erst einmal habt ihr den Unterschied verstanden? Ja. So, es gibt einen Hadith vom Propheten. Der Prophet sagt, hört gut zu, damit ihr auch versteht, warum, wie wichtig dieses Thema ist. Der Prophet sagt, Bismillahirrahmanirrahim, man ma'ata wa lam ya'ruf Imam Zamana, ma'ata mitatun jahiliya. Derjenige, der stirbt und seinen Imam Zaman nicht kennt, stirbt den Tod eines Menschen, der genauso viel wert ist, wie jene Menschen, die gegen den Propheten gekämpft haben. Mit kennen ist nicht gemeint, dass wir sagen, Assalamu alaika, ya sahib al-Asr wal-Zaman, ya Khalifa al-Rahman, ya Shaykh al-Quran, ya Kabat al-Iman, ya Imam wal-Imam insi wal-Jan. Das ist nicht kennen. Das ist nicht kennen. Es kann auch sagen, Assalamu alaikum, Dana, Familie so und so, wohnt in Aachen, ist zur Schule gegangen. Das ist kein Kennen. Das ist kein Kennen. Das ist kein Kennen. Man ma'ata wa lam ya'ruf Imam Zamana. Kennen ist, habe ich dir letzte Woche erklärt, kennen ist, dass ich fühle, wenn es dir nicht gut geht. Dass ich bei dir bin, wenn du in schlechter Not bist. Dass ich deine Großvätergeschichten kenne. Dass ich weiß, wofür du stehst, wofür sie gestanden haben. Das ist Kennen. Dass ich weiß, wofür du lebst. Dass ich weiß, was dein Ziel ist. Dass ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, sage, alles, was ich heute tue, ist nur dafür, um dein Ziel näher zu kommen. Das ist Kennen. Kennen? Kennen tun? Kennen können wir viele Namen kennen, aber den Menschen kennenlernen, das Wesen kennenlernen, das ist was anderes. So, und vor allem merken wir in der letzten Zeit, gibt es immer zwei neue Wörter. Die neue Weltordnung und Globalisierung. Globalisierung ist ein Wort, was ihr in der Schule, vor allem im Fach Erdkunde, Sozialwissenschaften, Politik, immer wieder hören werdet und vor allem im Englischunterricht werdet ihr es häufig hören. Was heißt Globalisierung? Ihr wisst ja, durch das Internet gibt es Seiten wie YouTube, gibt es Seiten wie Facebook und ihr merkt, die Welt ist klein geworden. Wenn ich jetzt in China wäre, Schwester, ne, und ich mache so ein Video an der chinesischen Mauer, wo ich so rumlaufe, innerhalb von 5 Sekunden kannst du das sehen. Warum? Ich lade es einfach auf Facebook hoch. Du bist ja in meiner Freundschaftsliste und dann siehst du das Video, habe ich recht? So läuft es auf Facebook, ungefähr so funktioniert das. Das heißt, wie weit ist China von Deutschland entfernt? Mindestens 13 Stunden mit Flugzeug.
Mindestens einen Monat, wenn ich mit Kamelen damals geritten wäre. So, und jetzt geht das innerhalb von 5, 4, 3, 2 Sekunden. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich heute eine WhatsApp-Nachricht zu Zeynep schicke, ich brauche von Quadrat bis nach Aachen, brauche ich mindestens so 2 Stunden, 2 Stunden 30 Minuten. Ungefähr so viel brauche ich mit der Bahn. Aber wenn ich per WhatsApp schreibe, wie lange braucht diese Nachricht? Eine Sekunde, sobald ich auf Senden klicke. Merkt ihr, wie schnell diese Welt geworden ist? Zu Zeiten des Propheten hat es sowas nicht gegeben. Wenn der Prophet jemandem was schreiben wollte, dann haben wir solche Papyrusrollen immer gehabt, zusammengerollt, einen Boten geschickt und der kam nach einem Monat wieder zurück. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal kam der Bote auch nicht zurück, denn wenn die Nachricht auf dem Papyrus nicht gut war, dann wurde der Bote umgebracht. Heutzutage sind die Boten alle arbeitslos, weil wir haben jetzt WhatsApp. Ich hoffe, dass das Postamt irgendwann nicht arbeitslos wird, denn heute haben wir E-Mail. Viele Bewerbungen heutzutage, wenn wir uns für einen Job bewerben, laufen über E-Mail. Es gibt viele Unternehmen, die bieten E-Mail-Bewerbungen an für einen Job. Das heißt, was wir merken ist, die Welt wird schneller. Die Welt wird entwickelter. Die Welt kommt nach vorne. Die Welt bekommt neue Sachen mit. Die Welt wird intelligenter. Heutzutage kannst du die Kinder nicht mehr zur Religion bringen, indem du sagst, wenn du nicht zur Moschee kommst, kommst du in die Hölle. Wenn du nicht zur Moschee kommst, kommst du in die Hölle. Mit dieser Logik werdet ihr die Jugend nicht mehr erobern. Denn von der Schule und von dem Internet bekommen sie Gedanken mit, die moderner sind als das. Zum Beispiel, eines Tages kam ein Atheist und hat auf Facebook etwas geschrieben, wo wir alle mal nachdenken sollen. Der sagt, jeder Atheist ist besser als ein Moslem. Er sagt, warum? Er sagt, ein Moslem tut ja nur gute Sachen, weil er Angst vor Jahannam hat. Wenn ein Atheist etwas Gutes tut, dann tut er etwas Gutes von sich aus. Ganz ehrlich, könntest du darauf jetzt philosophisch antworten? Ist erstmal eine interessante Aussage. Aber warum sage ich, Shia ist trotzdem besser? Weil Amir al-Mu'minin a.s. sagt, es gibt Leute, die wegen Hölle Gott anbeten. Es gibt Leute, die wegen Paradies Gott anbeten. Aber das ist nur ein Angsthase und der andere ist nur ein Businessman. Ich bete Gott an vor Liebe, weil er es wert ist. Das heißt, mein lieber Atheist, in unserer Religion geht es, jedenfalls in unserer Fassade unserer Religion, geht es nicht darum, dass wir Gott anbeten, weil wir Angst vor der Hölle haben. Ja, natürlich, manchmal sollten wir auch daran denken. Aber in erster Linie beten wir Gott an wegen Gerechtigkeit. Wegen den positiven Werten, die er uns mitgibt. Wegen dem, wofür er uns erschaffen hat. Für Liebe beten wir ihn an. Aber das ist das Problem. In der heutigen Zeit kommen Antworten, wo wir die Kinder nicht mehr mit diesen 0815 Dorf-Mentalität und dem Schlagstock auf dem Schienbein, mit dieser Logik kriegen wir Kinder nicht mehr unterrichtet. Alhamdulillah kriegen wir die Kinder davon nicht mehr unterrichtet. Es war ja schon in der Vergangenheit etwas Brutales gewesen. Wenn ich zum Beispiel höre, wie in Afghanistan und Pakistan Kinder gezwungen wurden, Koran zu lernen oder was weiß ich zu lernen, da bin ich glücklich, dass wir heute einen geduldigen Arjawadi hier sitzen haben, einen geduldigen Zeynep hier sitzen haben. Ihr wisst nicht, was ihr für einen Luxus hier habt. Wallah, ihr wisst das nicht. Ihr wisst nicht, was für einen Luxus ihr habt. In einigen anderen Ländern wäre der Islam nicht so, also wäre euch nicht so nett erklärt worden. Salawat. So, wir werden heute folgende Fragen mal diskutieren. Wir werden heute darüber reden, was ist diese Nummer 313? Viele sagen, Imam Mehdi kommt zurück, wenn es 313 Menschen gibt, die bereit sind, für ihn zu sterben. Warum 313? Nummer 2. Was ist die Meinung der Ahlul Bayt über den 12. Imam? Drittens, wie wird die Intelligenz der Menschen zu Zeiten von Imam Mehdi sein? Nummer 4. Haben wir in der Vergangenheit Regierungen gehabt, die ähnlich zu dem von Imam Mehdi waren? Fünftens, was ist mit Shaitan? So waren die Fragen, die wir diskutiert haben. Was wird mit ihm sein? Und Nummer 6. Der Prophet sagt, die Welt wird voller Gerechtigkeit sein, nachdem sie mit voller Ungerechtigkeit sein. Wie meint er das, wenn doch eine jüdische Frau ihn tötet? Und Nummer 7. Was von den Geschichten in Karbala war die schlimmste für Imam Mehdi? So, die Zahl 313 ist eines der interessantesten Nummern, die es in der islamischen Geschichte gibt, denn sie kommt zweimal im Koran vor, beziehungsweise zweimal in der islamischen Geschichte vor. Zweimal kommt die Nummer 313 vor. Das Problem ist aber, anders, wenn wir uns überlegen, Imam Mehdi wartet auf 313 Schiiten. Wie viele Schiiten sind wir auf der Welt? Wenn du alle zählst mit allen Sekten zusammen, 300 Millionen. Wenn du nur auf Isni Ashar beruhst, wenn du nur sagst, die 12er Schia, 175 Millionen. Und wir kriegen es nicht auf die Reihe, 313 Leute anzubieten? Wie geht das denn? Das bedeutet, von 175 Millionen Schiiten ist Imam Mehdi nicht mal mit 313 zufrieden. Vor allem diese Zahl geht nicht nur in dieser Zeit, sondern seit der Zeit, wo er verschwunden ist. Seit der Zeit, wo er verschwunden ist, bis heute, gibt es keine 313 Leute,
die bereit sind, für ihn zu sterben. Und ich gebe euch, geb auch immer richtig recht, wie viele von euch sind bereit, wie Meisam al-Tamar, dem Baum Wasser zu geben? Wie viele von euch wären bereit für diese Tat? Und da ist die Frage, wo wir uns wirklich die Frage stellen, wer von euch ist bereit, wie John Ben Huwei, so sein Leben von Afrika aufzugeben und in ein anderes Land zu gehen? Wenn Imam Mehdi al-Islam heute zurückkommt und sagt, du musst Deutschland verlassen, du musst hierhin gehen, dahin gehen, wären wir bereit, so viel für ihn zu tun? Seien wir ehrlich, wenn Imam Mehdi al-Islam kommt, dann sagen wir, Imam Mehdi, guck mal, Wochenende habe ich Zeit, Woche über muss ich studieren, habe ich nicht so viel Zeit. Seien wir ehrlich, wir würden ihm so eine Antwort geben. Wir würden ihm so eine Antwort geben. So, aber die Frage ist, was heißt diese 313? Warum? Also was ist diese Bedeutung von 313? Es gab zwei Propheten, die mit 313 Soldaten immer unterwegs waren, einmal unterwegs waren. Einmal war es der Prophet Samuel gewesen. Der Prophet Samuel hatte eine Schlacht gegen Goliath gehabt. Goliath war ein Riese gewesen. Ich habe euch von David gegen Goliath mal erzählt. Goliath war ein Riese gewesen. Und die Bani Israel, die Kinder von Israel, haben Allah subhanahu wa ta'ala eine Dua gemacht und meinte, gib uns jemand, der mit uns kämpfen geht, damit wir gewinnen können. Und da hat er den König Falud ausgewählt. Okay? So, der König Salud, das war jemand gewesen, den Allah subhanahu wa ta'ala erwählt hat. Und guck mal, was der Koran sagt. Allah hat den Talat, also auf Deutschland eben Talat, Allah hat den Talat zum König über euch berufen. Guck mal, viele von euch würden jetzt diesen Satz lesen und sagen, okay, Dings, Allah hat jetzt Talut zum König berufen. Moment. Selbst ein König im Kampf gegen eine andere Armee, Gott erwählt den Vertreter dafür, nicht die Menschen. Denn die größte Opposition den Schiiten gegenüber, sagt er immer, nach dem Tod des Propheten haben wir demokratisch gewählt, wie es politisch weitergeht. Allah subhanahu wa ta'ala erwählt den Nachfolger. Bei Samuel erwählt Allah den Nachfolger, beim Propheten vergisst er das, als Randnotiz. Aber machen wir weiter. Dieser Talut, die Leute sind zu ihm gekommen und meinten, mit dem wollen wir nicht kämpfen. Warum? Er hat nicht viel Geld. Er ist nicht sehr reich. Das ist ein kleines Manko bei Israel gewesen. Geld. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, er ist vielleicht nicht reich, aber er hat zwei Sachen, die ihr nicht habt. Was hatte er? Ich lese lieber vom Koran vor. Sie sprachen, wie zeitig kann er Herrschaft über uns halten, obwohl die Herrschaft uns gewährter ist als ihm und ihm nicht Fülle des Reichtums zugekommen ist. Na, also das ist so ein bisschen komisch formuliert. Das heißt einfach nur, wie kann er über uns herrschen, wenn er so arm ist? Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sprach, wahrlich, Allah hat ihn erhoben über euch und hat ihm Ausstreckung in dem Wissen und an dem Körper gemehrt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Ilm gegeben, Wissen und viel Stärke, Kraft. Warum ist das wichtig? Naja, warum sollte ein Soldat stark sein? Es sieht ja ziemlich schlecht aus, wenn du in einem Krieg bist und im Krieg laufen die Soldaten die ganze Zeit weg. Oder die Soldaten laufen die ganze Zeit weg. Es gibt ja eine schöne Überlieferung, wo ein Soldat so weit weggelaufen ist von einer Schlacht und den Propheten so im Stich gelassen hat, dass er schon das Meer erreicht hat. Und da ist die Frage, wenn ein Soldat derart schwach ist, derart keine Kraft hat, hat ja keinen Sinn, wenn du in einen Krieg gehst. Sind du schwache Soldaten mit oder starke Soldaten? Starke Soldaten. Wenn ihr euch zum Beispiel den Film Fetih anguckt, das ist eine Geschichte über Mehmet Sultan Fetih II. Das ist ein osmanischer Eroberer gewesen, der hat die Stadt Istanbul erobert, damals Konstantinopel. Ja, er hätte mal sehen müssen, was für Soldaten der da mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob es eine echte Geschichte ist, aber der hatte so einen Hassan dabei gehabt. Dieser Hassan hat fast die Hälfte von Konstantinopel einmal weggefegt. So, das heißt, und vor allem ist er mit super Kanonen hingegangen, der hatte Leute gehabt, die haben Schiffe über das Sand gezogen. Weil der Herrscher von Konstantinopel zu Fetih gesagt hat, du wirst erst Konstantinopel erobern, wenn du mit den Schiffen auf Sand fahren kannst. Ich sage, ja, zeige ich dir, wie ich das mache. Sind die über Sand, haben die Schiffe gezogen. Das heißt, jede Armee wird immer starke Leute nehmen, keine schwachen Leute. So, aber das Zweite, warum Wissen? Warum Wissen? Nochmal zurück zu Sultan Mehmed Fatih, der Zweite. Dieser Mehmed Sultan Fatih, der hat, bevor er Konstantinopel erobert hat, drei Sachen gemacht. Er hat alle Sprachen gelernt, die in Konstantinopel gesprochen wurden, Nummer 1. Er hat die Religion, die es in Konstantinopel ist, studiert und wusste, dass die Katholiken aus Rom mit den Christen in Konstantinopel Schwierigkeiten haben und hat diese Schwierigkeit für sich ausgenutzt, hat gesagt, guck mal, anstatt mit den Römern, bleibt doch bei uns, wir mögen euch. Nummer 2. Und Nummer 3, er hat Architektur studiert, um die einzelnen Eingänge von Konstantinopel zu kennen. So muss jemand sein. Aber ich sage, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir mit Plan vorgehen. Und genauso wie bei Talut.
Talut war jemand, der viel Wissen hatte. So, mit wie vielen Leuten sind sie losgegangen? Mit 80.000. 80.000 ist viel, oder? Mit 80.000 sind sie losgegangen und dann kam eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Prüfung war die folgende gewesen. Die Prüfung war gewesen, sie sind an einer Oase vorbeigegangen. Und ihr wisst ja, dort, wo Bani Israel gelebt hat, war viel Wüste gewesen. So Ali Reza, wenn du in der Wüste bist und du siehst Oase, was wirst du sofort machen? Trinken, weil was passiert in der Wüste immer? Wir bekommen einen trockenen Hals. Und wenn wir einen trockenen Hals haben, haben wir sehr viel Durst. Und wenn wir eine Oase sehen, oha, dann alle springen. Jetzt kam Allah subhanahu wa ta'ala und meinte, ich habe eine Prüfung für euch. Was ist die Prüfung? Die Prüfung ist, dass ihr von dieser Oase nichts trinkt. Harte Prüfung, oder? Mitten in der Oase so etwas zu verlangen. Von 80.000 Leuten haben 313 nicht getrunken. Das heißt, das ist ganz normal in einer Religion, dass ganz viele Leute kommen und sich auf die Brust schlagen und beten und fasten und sagen, Labeke ja Hussein. Aber wenn es dann darauf ankommt, 313, 72, im Endeffekt sind es diese Leute. Das heißt, bildet euch vor allem an, ich möchte diesen Appell an jene Leute richten, die aufgrund ihrer Enttäuschung nicht mehr zur Moschee kommen. Es gibt viele, die kommen nicht mehr in die Moscheen, weil sie sagen, die Moschee hat mich enttäuscht, die Moschee hat mich verletzt. Alles Negative, was ich in meinem Leben habe, kommt von Moscheen, kommt von Predigern, kommt von Menschen, die mich missbraucht haben, manipuliert haben. Ja, aber so war die Geschichte des Islams. Moscheen haben immer jene Menschen gefüllt, immer jene Menschen waren immer da, die diese Eigenschaften hatten, die uns verletzt haben. Aber es sind jene, die in der Geschichte übrig geblieben sind, die trotz dieser Schwierigkeit das angenommen haben und eine Aktion gezeigt haben, die all jene Lügner in irgendwelche Friedhöfe sind, die keiner heute kennt. Und übrig geblieben ist der Name Bahlul, kennen wir nicht. Das heißt, lasst euch von diesen Lügnern und von diesen Menschen, die einen von Moscheen vertreiben, nicht die Laune verderben, nicht die Motivation killen. In 50 Jahren, wenn sie sterben, werden die Leute nur zu ihrem Grab kommen, weil es kostenlos zu essen gibt. Das habe ich so oft beobachtet, vor allem in Azeri-Moscheen. Wenn es Yemek gibt, muss nur Yemek in der Einladung schreiben, die Leute kommen. Bei den Libanesen schreibt so Shisha, alle kommen. Aber das Problem ist, es gibt dann Menschen, wenn sie sterben, selbst jene, die nicht eingeladen sind, kaufen sich ein Flugticket. Seid von diesen Leuten. Der Prophet sagt, lebt so, dass in der Lebzeit ihr von Menschen respektiert werdet und wenn ihr stirbt, die Menschen euren Verlust merken. Salawat. Der zweite Prophet, der mit 313 Leuten gekämpft hat, war unser eigener Prophet, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Salawat. 15 Jahre nachdem der Prophet angefangen hatte, seine Religion zu erklären und so weiter und so fort, war die erste Schlacht des Islams gewesen. An dieser Stelle für jene, die sagen, der Prophet hat den Islam immer mit dem Schwert verbreitet, er war 20 Jahre lang Prophet gewesen. Im 15. Jahr ist seine erste Schlacht. Wenn er die Religion mit dem Schwert verbreitet, warum hat er nicht von Tag 1 angefangen? Warum hat er 15 Jahre lang gewartet damit? Und wie ist die Schlacht von Badr gewesen? Abu Sufyan war wütend gewesen, dass er den Propheten in Mekka nicht töten konnte. Was hat er gemacht? Er hat den Arabern erzählt, der Prophet hat eure Karawanen geklaut. Und was haben die Araber gemacht? Die haben eine Armee von 900 Soldaten aufgestellt und sind marschiert Richtung Medina. Getroffen haben sich die Armee vom Propheten und die Armee der Mekkaner in der Stadt, in der Oase Badr. Die waren jetzt in Badr gewesen. Und was ist jetzt passiert? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht mit einer Person, die später der erste Kalif wurde, und meinte zu ihm, wir werden attackiert, was sollen wir machen? Der erste Kalif hat gesagt, guck mal, ich kenne diese Leute, ich kenne die von Mekka, sie sind sehr, sehr viele und sind sehr, sehr stark. Es ist besser, dass wir nicht kämpfen, wir sollten lieber in Friedensverhandlungen treten oder wir sollten denen geben, was die wollen. Dann hat der Prophet mit einem anderen geredet, meinte zu Miqdad. Er meinte zu Miqdad, Miqdad, was sollen wir machen, was ist deine Meinung? Miqdad meinte, o Prophet, sie haben unsere Sachen gestohlen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Unterwerfung oder Demütigung ist schlimmer als Verfolgung. Demütigung ist schlimmer als Verfolgung. Das ist, was Imam Hussein in Karbala gesagt hat, Hayha minna zilla. Niemals lasse ich mich demütigen. So, und da hat Miqdad gesagt, wir werden nicht von jenen sein, die zu Musa a.s. gesagt haben, geh du mit deinem Gott und kämpf allein. O Prophet, wir werden hinter dir sein und mit dir unser Schicksal teilen. Und da ist ja, wo wir die Hadith kennen vom Propheten, wo er sagt, vier Leute wurden mir befohlen, sie zu lieben. Ammar, Abu Zar, Salman und Miqdad. 80 Leute von den Muhajirun sind zusammengegangen. Und dann sind nochmal von den
Ansar sind die Leute, die in Medina dem Propheten geholfen haben. Muhajirun sind die, die mit dem Propheten von Mekka gegangen sind. 80 von den Muhajirun, 233 von den Ansar unter der Leitung von Sa'd bin Ma'ad haben den Propheten vereint und 80 plus 133 macht wie viel? 313. Ne? Mathematik muss man noch ein bisschen üben, merke ich. Ja? So. Und diese 313 standen dann in Badr gegenüber einer Armee, die dreimal so groß war. 900 gegen 313 macht 3 gegen 1 ungefähr. Das heißt, ist diese Schlacht zu gewinnen eigentlich, wenn wir logisch sind? Sie ist nicht zu gewinnen. Und die Araber hatten eine Kultur gehabt, dass sie gesagt haben, bevor die Schlacht anfängt, immer 3 von der anderen Seite gegen die 3 Besten von der anderen Seite. Diese Tradition sehen wir in vielen Völkern. Wenn ihr zum Beispiel den Film Troja gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass am Anfang des Krieges Achilles gegen diesen einen Riesen da gekämpft hat, der in fast jedem Film immer der Bösewicht ist. Genau. Und Achilles hat ihn halt mit einem Schwerthieb zerschlagen. Oder später dann in Troja Achilles gegen Hektor. Das ist so ganz normal. Solche Kulturen gab es immer. Dann haben die Mekkaner 3 ihrer Leute geholt. Und dann meinten die zum Propheten, hol du deine 3 Leute. Dann haben sie so irgendwelche 3 Leute geschickt. Meinten, wer sind diese Leute? Er meinte, ja, das sind halt normale Muslime. Sagt, holt unsere richtigen Leute. Meinte, nee, diese 3 reichen, um euch fertig zu machen. Meinte, nein, holt unsere richtigen. Dann haben die 3 zurückgeholt. Und jetzt passt auf. Die Mekkaner sagen, holt uns 3 richtige Soldaten. 3 richtige. Das heißt, jene Namen, die jetzt kommen, sind jene Namen, die Saifullah sind. Die das Schwert Gottes sind, die für den Propheten Mut gezeigt haben. Oder? Egal, welcher Name jetzt kommt. Hamza, und Hamza ruft Ubaidah, und Hamza ruft Ali. Niemand anderes. Denn es gibt viele, die kommen und sagen, so und so, Saifullah al-Amin. Khalid bin Walid, Saifullah al-Amin. Wo ist Khalid bin Walid hier? Wo ist Khalid bin Walid? Ali, Ubaidah und Hamza. Und an diesem Tag, ist die Hälfte von Badr erledigt worden. Wisst ihr von wem? Ali ibn Abi Talib. Es tut einem so weh, wenn die Leute immer sagen, der größte Krieger im Islam, so und so ibn Walid. Khalid ibn Walid. Letztens noch im Facebook sehe ich einen Post, wir brauchen Araber wie Khalid bin Walid. Warum? Weil Khalid bin Walid so viele unschuldige Menschen getötet hat. Ist das eure Ideologie? Khalid bin Walid, wenn du seine Geschichte anguckst, Khalid bin Walid war ein Mensch gewesen, der unschuldige Völker ermordet hat, ihre Frauen vergewaltigt hat. Was ist denn nach Khalid bin Walid so ein Vorbild? Ich verstehe es nicht. Aber Amir al-Mu'minin, der in jedem Krieg an der Seite des Propheten war, nennen Sie ihn Saifullah al-Amin? Nein. Das ist ein bisschen komisch, ne? dass die Leute so auf einen Sahaba, der Menschen umbringt und sie vergewaltigen lässt, so einen Wert geben und Ali ibn Abi Talib, der immer an der Seite des Propheten war, sehr wenig Beachtung findet. Sehr wenig. So, auf jeden Fall merken wir jetzt, dass die dritte Gruppe von 313 mit unserem Imam sein wird. Jetzt aber, sind damit 313 Menschen gemeint, also 313 Soldaten? Nein, es sind 313 Generäle gemeint. Ihr wisst doch, ein General hat mehrere Soldaten um sich herum. Oder sozusagen, vielleicht nehme ich ein anderes Wort, das versteht ihr besser, 313 Minister. Ihr kennt doch, jeder Bundeskanzler hat doch immer mehrere Ministerien. So. Imam Mehdi a.s. wird 313 Minister haben. Und jetzt hört mir gut zu. Diese 313 müssen nicht nur Schiiten sein. Viele von uns denken, diese 313, das ist nur für Schiiten. Wahab al-Kalbi war Schiit oder war er Christ gewesen, als er zu Imam Hussein gekommen ist? Er war ein Christ gewesen. Das heißt, auch jene, die vielleicht noch den Islam nicht richtig verstanden haben, aber für Adala sind, für Gerechtigkeit sich einsetzen. Ihr wisst doch, wie viele deutsche Hilfsprojekte es in Afghanistan gibt, in Irak gibt, wie viele Spenden die Deutschen machen. Vielleicht habt ihr das mal im deutschen Fernsehen mal gesehen. Ein Herz für Kinder, SOS Kinderdörfer. Sind das von Muslimen gemacht worden oder von Christen? Von Christen oder von Juden, von mir aus. Sagen wir mal von Nicht-Muslimen, das ist ein bisschen allgemeiner. Von denen sehen wir sowas. Wenn wir Projekte sehen gegen die Genitalverstümmelung von Frauen in Afrika, sind das eher Muslime oder sind das eher Nicht-Muslime? Eher Nicht-Muslime. Wer sagt eigentlich, dass wenn die Nicht-Muslime Imam Zaman sehen, dass sie ihn angucken und sagen, auf dich haben wir gewartet, wo warst du? Versteht ihr, was ich euch erklären will? Wahab al-Kalbi, der war sein Leben lang kein Muslim gewesen. Er hat einmal mit Imam Hussein geredet. Einmal gesagt, auf dich habe ich gewartet. Und subhanallah, was für eine Geschichte Wahab al-Kalbi hat. Das heißt, denkt nicht, dass ihr sagt, oh, ich bin Schiit, Alhamdulillah, ich habe gewonnen. Nein. Es waren jene gewesen. Umar al-Sa'd war einer der Leute, die mit Imam Ali gekämpft haben. Später gegen Imam Hussein gekämpft haben. Umar al-Sa'd
hat in der Nacht, wo er Imam Hussein getötet hat, Salatul Layl gebetet. Also, ich will nicht sagen, Salatul Layl ist nicht wichtig, aber ich will sagen, glaubt nicht, dass oberflächlich Religion euch rettet. Wenn ihr kein Herz habt, wenn ihr kein Herz für Gerechtigkeit habt, dann hat man Mahdi al-Islam in eurem Leben nichts verloren. Habt ihr mich verstanden? Salawat. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, weil viele sagen jetzt, Abbas, du redest nur von deinem eigenen Kopf. Nein, es gibt eine Hadith vom Propheten, wo der Prophet sagt, ein großzügiger Ungläubiger oder ein großzügiger Ignorant ist mir lieber und ist bei Gott lieber als ein geiziger Moslem. Und wallahi, es gibt eine Geschichte von einem Moslem, der war so geizig gewesen, dass das kannst du in Worte nicht fassen. Ich versuch's aber. Der Kalif hieß Al-Mansur al-Dawaniqi. Al-Mansur al-Dawaniqi war derjenige gewesen, der Imam Sadr al-Islam vergiftet hat. Übrigens, Al-Mansur al-Dawaniqi war der Cousin von Imam Jafar Sadr al-Islam gewesen. Das heißt, glaub nicht, weil jemand deine Familie ist, dein Freund ist, dein nächster Verwandter ist, dein Bruder im Glauben ist, dass er unbedingt dein bester Freund sein muss. Alle unsere Imame sind fast von unseren eigenen Brüdern getötet worden. Mit Brüdern meine ich. Ne? So. Das heißt, Mansur al-Dawaniqi hatte einen Vertrag gemacht. Er meinte, jeder Dichter, der ein Gedicht kommt und mir das Gedicht vorliest, er bekommt den Lohn von dem Gedicht, indem wir sein Papier nehmen, wir wiegen sein Papier und geben ihm anhand des Gewichts des Papiers, geben wir ihm Gold. Wie viel wiegt Papier? Nix. Das heißt, 3 Cent oder so kriegen die. Aber damit er diese 3 Cent auch nicht bezahlt, hat er gesagt, aber wenn jemand euer Gedicht vorher gehört hat, kriegt ihr nichts. Der hat dann 2 Leute, die so, ihr kennt doch Leute, die etwas zum ersten Mal sehen und sofort verstanden haben, ne? Und dann gibt es Leute, die hören etwas zum ersten Mal und können sofort auswendig nachplappern. Zum Beispiel ich kann nie Koran auswendig lernen, indem ich lese und dann zuhalte. Ich lerne Koran immer, indem ich höre, auf Pause drücke und nachplappere. Deswegen, viele meiner Freunde kennen mich immer, ne? Wenn ich jemanden über so 15 Minuten kenne, ich kann seine Stimme nachmachen. Ne, das ist so ein Talent von mir. Und es gibt diese Leute, die können hören und vom Hören können die schon auswendig. Es gibt diese Talente, die können das. So, jetzt gut zu hören. Der hat diese 2 Leute hinter seinem Thron versteckt. Dann kam ein Dichter, hat etwas gelesen und dann hat Mansur al-Dawaniqi immer den gemacht. Hat das einer gehört? Dann kamen die 2 raus und meinten, ja, wir haben es gehört. Ja, dann kriegst du nichts. Merkt ihr, wie böse dieser Trick ist? Eines Tages kam Al-Asma'i. Al-Asma'i war ein großartiger Dichter. Und der hat ein Gedicht gemacht, das ungefähr so unglaublich kompliziert war. Der Malanga, so ganz komisch. Da hab ich gesagt, was sagt der da? Das war richtiges Arabisch gewesen, alles in Ordnung. Aber so kompliziert zum Aussprechen, kein Mensch konnte das auswendig lernen. Okay? Verstanden? Al-Mansur al-Dawani gehört zu und er sagt, hat jemand dieses Gedicht auswendig gelernt? Die 2 kommen raus und sagen, nee, das haben wir noch nie gehört. Das war so kompliziert, haben sie nicht geschafft, auswendig zu lernen. Dann meinte er, wo ist dein Papier, wo du das draufgeschrieben hast? Der meinte, ich habe das nicht auf mein Papier geschrieben. Meinte er, wo hast du es denn draufgeschrieben? Sag, auf einem Berg habe ich es gemeißelt. Und wie viel Berg dein Berg? Der musste einen Berg Gold geben, der ist pleite geworden dadurch. Habt ihr den Trick verstanden? Er konnte eine Woche lang nicht mehr schlafen, wegen dieser Geschichte. Das heißt, Imam Ali sagt, Geiz ist etwas, was dir in Dunya und Akhira nicht hilft. Warum? Weil wenn du in Dunya geizig bist, und geizig kann alles sein, geizig in Geld, geizig in Zeit, geizig in Liebe. Wenn du geizig bist, du wirst in dieser Welt es nicht genießen können und in Akhira bringt es dir nichts. Was bringt dir dein Geld in Akhira? Nichts. Und wenn du geizig bist, du gibst nie was aus. Du hast nicht Spaß. Merk dir, Geiz zerstört uns in Dunya und in Akhira. Aber dann gab es Menschen wie zum Beispiel Hatim al-Ta'i, einer der Leute, die der Prophet geliebt hat, obwohl er ein Christ war. Weil er so ein Herz hat und so viel gespendet hat. Oder die Geschichte, die ich euch letzte Woche erzählt habe. Kennt ihr noch Najashi, der Christ, der die Muslime gerettet hat? Seid mal ganz ehrlich, der hat vielleicht, Muhammad al-Bakr sagt, es gibt Menschen, die haben La ilaha illallah nie gesagt, aber die Art, wie sie leben, ist so, als ob sie es verstanden haben. Dieser Najashi, der hat La ilaha illallah nicht gesagt, aber die Art, wie er gelebt hat, ist doch so, als ob er es verstanden hat, oder? Ja. Aber es gibt viele, die La ilaha illallah sagen und nicht nur La ilaha illallah sagen, die schreiben das auf einer schwarzen Flagge. Die schreiben das auf einer schwarzen Flagge und in der Mitte ist noch was Weißes. Und dann schreiben sie La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tun diese Flagge neben sich und ermorden Menschen. La ilaha illallah haben sie gesagt. Aber ist die Tat richtig? Haben sie La ilaha illallah verstanden? Ich glaube, Amir al-Mu'minin hat einen Vers, wo er sagt,
Er spricht Wahres und tut das Falsche. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Viele sagen La ilaha illallah, labayka ya Hussein, labayka ya Rasulullah, labayka ya Allah. Aber das, was sie tun, das, wonach sie handeln, hat mit Religion nichts zu tun. Das Attentat in Paris, für diejenigen, die jetzt nicht Muslim sind, das jetzt hören. Das Attentat in Paris ist von Leuten gesagt worden, die Allahu Akbar geschrien haben. Angeblich soll auch einer geschrien haben, das ist für Syrien. Allahu Akbar ist richtig, aber ihre Tat hat damit nichts zu tun. Vergiss das nie. Erklärt das euren Freunden in der Schule. Sag, vielleicht Allahu Akbar ist richtig, vielleicht ihr Gebet ist richtig, aber das, was sie tun, hat mit dem nichts zu tun. So, aber nun zurück. Wir haben ja gesagt, wenn man Mahdi al-Islam kommt, was ist jetzt mit Shaitan? Weil Shaitan wird uns die ganze Zeit böse Sachen flüstern. So, ganz einfach, ich löse es auf. Wenn Imam Mahdi al-Islam kommt, ist die Zeit von Shaitan zu Ende. Ab dem Tag wird Shaitan gehen. Warum? Weil Shaitan hat ein großes Projekt. Das große Projekt von Shaitan ist Ad-Dajjal. Dajjal ist der große Gegner von Imam Mahdi al-Islam. Okay? Wenn Shaitan mit diesem Projekt fertig ist, und Imam Mahdi da ist, muss Shaitan gehen. Und das heißt ja auch, Imam Mahdi wird gegen die bösen Djinn angehen. Und wir sagen ja, Imam Zaman ist nicht nur der Imam für die Menschen, sondern auch für die Djinn. Ich lese euch die Ziyara vor. Assalamu alaikum ya sahib asr wal Zaman. Ya Khalifat al Rahman. Ya Sharik al Quran. Ya Kabat al Iman. Ya Imami. Wa Imami insi wal Jan. Er ist der Imam der Menschen und der Djinnwesen, der Geisterwesen. Was ist Shaitan? Ins oder Djinn? Engel. Shaitan ist ein Engel? Ja. Seine, was ist Shaitan? Djinn. Djinn. Von den guten Djinn oder von den bösen Djinn? Von den bösen. Mächtig wird gegen diese Bösen angehen. So, Salawat. So, aber ein Problem bleibt noch. Wir haben doch diesen inneren Schweinehund in uns drin. Diese eine Dings, das erkläre ich immer so, wenn du Liegestütze machst, nach dem achten willst du aufhören. Ne? Dieser innere Schweinehund. Auf Arabisch, wie heißt der? Nafs. Nafs. Dieser Nafs kann uns ja auch manchmal zu was Böses bringen. Der braucht ja nicht Shaitan. Das ist ja das Problem. Ne? Wir haben zwei Gegner, Shaitan und Nafs. Ne? Zwei Gegner. Shaitan, Nafs und böse Freunde, sehr gefährliche Kombination. So, und da ist jetzt das Problem, wenn wir jetzt diesen Nafs haben, was ist das Problem? Es gibt drei Arten von Nafs. Nafsul Lawama, Nafsul Ammara und Nafsul Mutmainna. So, was ist Nafsul Lawama? Nafsul Lawama ist das, was wir haben. Ne? So lauwarm, ne? so ein bisschen so mäßig, so Mittelmensch. So mal machen wir gute Sachen, mal machen wir schlechte Sachen. Mal haben wir ein schlechtes Gewissen, gehen in die Moschee. Dann haben wir unser Gewissen beruhigt, gehen wir wieder woanders hin. Ne? Das sind so wie soll man sie nennen? Ne? So erst Playboy, dann Playboy. Solche Leute sind das. Aber was ist Nafsul Ammara? Nafsul Ammara sind Menschen, die ganze Zeit tun sie nur Schlechtes. Die ganze Zeit. Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid. Das sind so Menschen, ihr ganzes Leben ist nur Nafsul Ammara. Walid bin Uqba, all diese Leute. Abu Bakr al-Baghdadi, Al-Sarqawi, Osama bin Laden. Das sind alles Menschen, Nafsul Ammara. Komplett Nafsul Ammara. Was ist Nafsul Mutmainna? Nafsul Mutmainna ist eine Seele, die euch immer zu Guten bringt. In Surat al-Fajr steht ja, O du Seele, du beruhigte Seele, komm in das Paradies, Gott ist mit dir zufrieden. Die Leute haben zum Propheten gefragt, wer ist dieses Nafsul Mutmainna? Wer ist das, wo Gott sagt, Gott ist zufrieden mit dir? Immer, dann hat der Prophet auf Imam Hussein gezeigt und gesagt, Hasa Nafsul Mutmainna. Okay? So. Das Ding ist, ja, es stimmt. Wenn Imam Mahdi al-Islam zurückkommt, dieser Nafs wird bleiben. Es wird immer noch Menschen geben, die Neid haben. Es wird immer noch Menschen geben, die ehrgeizig sind und andere, die darauf eifersüchtig sind. Es wird immer diese Menschen geben. Hass wird es geben. Aber unsere Aufgabe ist, uns selbst zu disziplinieren. Uns selber zu erziehen. Uns selber jeden Tag vorzunehmen, dass wir auch und sagen, heute versuche ich weniger zu schreiben. Jeder von euch weiß, wir haben diesen einen Fehler. Jeder von uns hat diesen einen Charakterfehler. Der eine zum Beispiel, der schreit zu viel. Der andere, der meckert zu viel. Der andere, weiß ich nicht, der schimpft zu viel. Jeden Tag steht auf und sagt, ich versuche das heute weniger zu machen. Ich versuche das heute weniger zu machen. Einige von euch haben vielleicht die Schwierigkeit, ich spiele zu viele Konsolenspiele. Meine Mutter schimpft zu viel mit mir. Ich versuche heute eine Stunde weniger zu spielen. Ich versuche heute, wenn meine Mutter da ist, ein bisschen mehr zu zeigen, dass ich auch andere Sachen mache. Versuchen.
fangt mit 10 Minuten an und nächstes Mal mit 20 Minuten. Ihr werdet sehen, es funktioniert. Es funktioniert. So. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil und der sagt, wenn jemand mit hier letztendlich kommt, was wird mit den Leuten sein? Der Prophet sagt, es wird zu einer Zeit sein, wo die Menschen Sachen sehen können, was das bloße Auge nicht sehen kann. Jetzt die Leute fragen, was soll das sein, was die Leute mit bloßen Augen nicht sehen können? Einige sagen, das ist wörtlich zu nehmen, Mikroskop. Heutzutage können wir Sachen durch das Mikroskop sehen. Wisst ihr, was ein Mikroskop ist oder Lupe? Können wir Sachen sehen, was unser Auge nicht sehen kann. Das heißt, die Zeit von Mometi ist fast schon da. Haben wir heute Mikroskope? Ja. Andere sagen, nein, das ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern metaphorisch zu nehmen. Das heißt, das, was ich mit meinen Augen nicht sehen kann, kann ich mit meinen Gedanken sehen, kann ich mit meiner Toleranz sehen, kann ich mit meiner Weitsichtigkeit sehen. Versteht ihr, was ich meine? Dieses deutsche Sprichwort, über den Tellerrand hinausschauen. Helmut Schmidt war so ein Mensch, der konnte immer über den Tellerrand hinausschauen, der kürzlich verstorben ist. Oder, dass die Menschen in der Lage sind, miteinander, obwohl sie unterschiedliche Meinungen haben, in Frieden miteinander zu leben, in Toleranz zueinander zu leben. Dass ich hier manchmal gewisse Punkte der islamischen Geschichte kritisiere, darf niemals dazu führen, dass ihr sagt, Abbas ist jemand, der Schiiten toll findet und alle anderen religiösen Gruppen nicht toll findet. Nein, überhaupt nicht. Wenn ihr meine Freunde guckt, vielleicht, ich glaube, Zeynep ist der einzige schiitische Freund von mir. Also das soll euch schon klar sein, nur weil ich andere Meinungen habe, heißt das nicht, dass ich mit anderen Leuten verkracht bin. Ich bin nur der Meinung, dass wir im Islam langsam so weit kommen sollen, dass wir über alles reden können. Weil wir leben heutzutage in einer Welt, wo wir alles reden und nicht mehr über alles schießen. So, ein letzter Punkt, der Prophet sagt, die Welt wird voller Ungerechtigkeit sein und Mamechti wird die Welt in voller Gerechtigkeit drehen. Auch hier wiederum der Punkt. Nein, es ist nicht so gemeint, dass die ganze Welt voller Ungerechtigkeit sein wird und die ganze Welt voller Gerechtigkeit wird. Nein, der Großteil der Welt wird voller Ungerechtigkeit sein. Wenn wir uns heute die Welt angucken, der Großteil der Welt ist in Ungerechtigkeit. Aber hier in Aachen ist keine Ungerechtigkeit. Hier in Aachen ist es toll. Und wenn man mit Islam zurückkommt, dann kann es sein, dass ein Großteil der Welt gerecht sein wird und dann kleinere Orte Ungerechtigkeiten haben. Aber was können wir jetzt machen, dass Imam Mehdi zurückkommt? Denn wir wissen auch, es hat in der Vergangenheit Regierungen gegeben, die wie Imam Mehdi a.s. regiert haben. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a.s. war so ein gerechter Herrscher, dass ein Christ namens George Ordak ein Buch über ihn geschrieben hat und gesagt hat, Ali ibn Abi Talib sawt al-adalat al-insaniyya. Ali ibn Abi Talib, die Stimme der menschlichen Gerechtigkeit. Wie gerecht muss ein Moslem sein, dass ein Christ ein Buch über ihn schreibt? In der heutigen Zeit unvorstellbar. Also, was können wir tun, dass man mächtig zurückkommt? Es gibt eine Dua, die ich wünschte, wir würden sie mal auswendig lernen. Diese Dua geht ungefähr so. Allahumma inni narghabu ilayka fi dawlatil karima. Tu'istu biha al-islamu wa ahla wa tuzillu biha al-nifaqu wa ahla wa taj'alna نمنا دعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وتزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. Was heißt diese Dua auf Deutsch besetzt? Ich lasse das euch mal auf der Zunge zergehen. O unser Gott, wir flehen dich um einen edlen, ehrenvollen Staat und dessen Errichtung, mit dem du den Islam und seine Anhänger erhöhst und die Heuchler und ihre Anhänger erniedrigst, indem du uns zu den Einladenden, zu deiner Gehorsamkeit machst und zu den Wegweisern auf deinem Weg erhebst, mit dem du uns die Würde des Lebens und die des Jenseits bescherst. Das Problem ist jetzt gerade, wenn Leute hören, oh Allah, hilf uns, dass wir einen Staat errichten können, dann denken die Leute immer an IS, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Hier steht ja einen gerechten Staat, Dawlat al-Karima, ein gerechter Staat, ein edler, voller Staat. Was ist das Problem? Warum kommt Imam Mehdi nicht zurück? Der Grund, warum Imam Mehdi zurückkommt, ist, ihr müsst mal von diesem Gedanken loswerden. Imam Mehdi wird nicht zurückkommen. In Facebook gibt es immer diese Kultur, die wir haben. Für den Faraj von Imam Zaman. Wie viele Leute wollen den Koran Khatam machen? Folgende Suren sind noch offen. Ich mache 17, 18, 19. Was machen die anderen? Das ist eine schöne Tradition. Macht das auch. Ich finde das gut, weil Khatam vom Koran ist immer was Schönes. Also Khatam heißt so den Koran durchlesen. Aber das Problem ist, Imam Mehdi wartet nicht darauf, dass wir einfach nur ein Buch zu Ende lesen. Imam Mehdi wartet darauf, dass wir endlich Menschen erziehen, die in der Lage sind, die Wirtschaft zu verstehen, die in der Lage sind, die Politik zu verstehen, die in der Lage sind, Soziologie zu verstehen, die in der Lage sind, Psychologie zu verstehen. Was soll Imam Mehdi alles mit euch anfangen, wenn ihr alles, was ihr in Deutschland gemacht habt, ist, keine Ahnung, Zweitwagenverkäufer, Taxifahrer, und ich sage jetzt bitte nicht hingehen und sagen, Abbas hat Taxifahrer und Zweitwagenhändler attackiert.
Ich attackiere nicht jene, die frisch aus der Türkei vor 30 Jahren gekommen sind und die erste Generation sind. Ich kritisiere die zweite und dritte Generation. Wie kann es sein, dass zum Beispiel in Hauptschulen Jungs rumlaufen und sagen, ich werde Hartz IV? So überhaupt keinen Willen hat, weiterzukämpfen. Was soll man mit ihm durch anfangen, wenn er zurückkommt? Sag, mein Vater hat die Türkei oder Libanon auf ganz am Verlassen ist hierhin gekommen. Er hat sich Mühe gegeben, er arbeitet. Vor solchen Leuten habe ich sogar Respekt. Die sind in dieses Land gekommen, haben sich Arbeit gesucht. Aber ich versuche noch besser zu werden. Ich versuche meinen Vater stolz zu machen. Ich versuche auf den Ziegelstein, den mein Vater gelegt hat, einen zweiten und dritten zu legen. Was soll man mit ihm durch machen? Soll er Staubsaugen schicken? Man mit ihm braucht Leute, intelligente Leute. Er braucht Leute, die für Zeitungen schreiben. Wie viele von euch haben den Traum, mal Journalistin zu werden? Ja, dann los, Deutsch-LK wählen, gute Klausuren im Deutsch-LK schreiben. Dann könnt ihr wie Zeynep meinetwegen Orientalistik studieren oder ihr könnt irgendwas in Richtung Journalismus studieren. Mach das. Wie toll wäre das, Dana, wenn du eines Tages in irgendeiner FAZ, Taz, Zeit, Bild, Bild lieber nicht, Spiegel, wenn du in einem dieser Sachen mal erklärst, der Glaube der Schiiten an einen perfekten Staat und einmal einen Artikel schreibst. Wie toll wäre so ein Artikel? Wie toll wäre so ein Artikel, wo du einmal in, keine Ahnung, in der in irgendeiner Diskussion eingeladen wirst, weiß ich nicht, Maybrit Illner, Hard Aber Fair, Phoenix-Runde, und dann sitzt du da und einer von uns erklärt mal, wie stellen wir uns einen gerechten Staat vor? Wie toll wäre das? Und wie viele heutzutage, wie viele Muslime können das heutzutage? Alle Muslime, die wir heute im Fernsehen sehen, ja, Islam hat nichts mit Gewalt zu tun, Islam ist Frieden. Aber erklärt doch weitere Konzepte. Ist das alles, was ihr gelernt habt? Das ist alles, was ihr gelernt habt? Und das ist halt der Punkt. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir da den Deutschen mal was zeigen. Wenn wir mal zeigen, dass, wie die Deutschen immer so schön sagen, dass unter dem Kopftuch auch ein Gehirn ist. Okay? Habt ihr das verstanden? Ich werde niemals euch zwingen, ein gewisses Stück an- oder auszuziehen. Aber wo ich euch drängen will, ist, ob ihr es anzieht oder nicht, habt zumindest hier was drin. Egal, ob ihr es trägt oder nicht. Seid keine Frauen, die hingehen und sagen, wir wollen erwachsen werden, dann wollen wir irgendwann heiraten, dann wollen wir Hausfrau werden. Nein. Seid Menschen, die auch ohne einen Mann noch ein Mensch sind. Macht eure Definition in einem Leben nicht Hausfrau. Und ihr geht nicht hin und sagt, ja, ich, keine Ahnung, ich mache irgendwelche Geschäfte über Second. Macht etwas, was die Welt nach vorne bringt. Macht etwas, was die Menschheit nach vorne bringt. Ich will endlich mal einen Nobelpreis sehen, keine Ahnung, wo zum Beispiel Ahmed steht. Ich will endlich mal jemanden sehen, der so etwas macht. Zu wenig sehen wir. Zu wenig. Und nun, ja, Zeynep, Assalamu alaikum, ja Aba Abdullah, Assalamu alaikum, ja Hussein wa ala Aulad al-Hussein wa ala Ashab al-Hussein, Jamian wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden verzeihen, möge Allah die Sünden unserer Eltern verzeihen, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden unserer Nächsten verzeihen und dann uns, möge Allah unseren Nachbarn verzeihen und dann uns, möge Allah den Armen Obdach geben, den Bedürftigen Hilfe geben. Insbesondere aktuell zu den Anlässen, sowohl in Paris als auch in Beirut. Da gab es auch einen Anschlag, bedauerlicherweise nicht so sehr vertreten in den Medien. Das müssen aber wir dann übernehmen. Auf unseren Facebook-Seiten, wir müssen übernehmen, was in Beirut passiert ist. In Beirut sind auch Menschen gestorben. Für mich, ich unterteile nicht zwischen Libanese, Paris. Ich unterteile da nicht. Das sind Menschen, die gestorben sind. Ich bete um ihre Seelen. Ich bete um die Familien. Jeder von denen hat heute einen Sohn verloren. Jeder von denen hat heute einen Vater verloren. Jeder von denen hat heute eine Mutter verloren. Ich wünsche mir, dass all jene, die gestern beim Freundschaftsspiel waren, gesund wieder nach Hause kommen. Ich wünsche mir, dass in Libanon Frieden einkehrt. Ich wünsche, dass vor allem wünsche ich mir eine Sache, und das ist eine Dua, die an die ganze Welt geht, insbesondere in Deutschland, an alle Menschen geht. Lasst nicht zu, Gott, lasst nicht zu, dass irgendwelche Irren, irgendwelche Bescheuerte dazu führen, dass der Frieden und die Liebe, die wir in diesem Land mit allen Menschen hier haben, zerstört wird. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad.